Hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal wieder über die Überbrückungshilfe informieren. Die Bundesregierung hat sich dazu entschieden, die Hilfen für Corona-geschädigte Unternehmen bis Ende September zu verlängern. Dieser folgt unter dem Titel Überbrückungshilfe 3+. Antragsberechtigt sind Unternehmen, die in diesem Zeitraum mehr als 30% Umsatzeinbruch wegen Corona haben. Der Antrag ist wie bisher über die prüfenden Dritten, also in der Regel über Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, zu stellen. Die maximal mögliche Förderung aus den Programmen Überbrückungshilfe 3 und Überbrückungshilfe 3+ beträgt monatlich 10 Millionen Euro, insgesamt also im gesamten Förderungszeitraum maximal 52 Millionen Euro. Was ist neu an der Überbrückungshilfe 3+? Neu ist, dass es eine sogenannte Restart-Hilfe gibt und die ist dafür gedacht, dass Personal neu eingestellt wird, aus der Kurzarbeit geholt wird oder aufgestockt wird. Und diese Restart-Hilfe ist so ausgestaltet, dass man die Personalkosten des Mai 2021 mit denen des Juni, Juli und August vergleicht. Und das Delta zu diesen Vergleichen wird mit 60% für den Juni, mit 40% für den Juli und mit 20% für den August gefördert. Weiterhin wird gefördert, wenn sich Unternehmen in einer sogenannten insolvenzabwehrenden Restrukturierung befinden. Hier werden Anwaltskosten und Gerichtskosten bis maximal 20.000 Euro gefördert. Auch bei der Neustarthilfe gilt die Verlängerung bis Ende September. Hier wird sogar noch eins draufgelegt. Die Förderung beträgt ab dem Juli 2021 nicht 1.250 Euro, sondern 1.500 Euro. Und auch die Härtefallhilfen der Länder, die im Einzelnen geregelt sind, werden bis September 2021 verlängert. Nun wünsche ich euch alles Gute und wenn ihr Fragen habt, bitte kontaktiert euren Steuerberater.